habe ich mir noch so 1, 2, 3, 4, 5 Dinge gekauft, die ich euch jetzt hoffentlich so schnell noch zeigen kann. Einmal den Sun Club Essence Bronzer. Bronzer vor allen Dingen. Bronzer! Bronzing Powder 01, also den helleren von beiden. Und der riecht wirklich gut. Und ich glaube, das ist der erste Bronzer, mit dem ich auch irgendwie umgehen kann. Ich finde den super. Dann das Pure Makeup Mineral von Maybelline. Farbe Sand. Den Sunny Side Up Sun Club Nagellack. Aber den hatte ich euch ja schon in meinem Nagelvideo gezeigt. Aus der Surfer Babe, LE. Den Blush finde ich auch super schön. Und das Parfum. Eau de Toilette. Das pinke, das lilane davon. Die von aus der Sun Club, die beiden 04 und 02 Summer Jam und Bronze Darling. Von MNY. Die 005A. Als Highlighter ein ganz hübsches. Und zwei Catrice-Lacke habe ich mir noch geholt. Einen, der, wie gesagt, jetzt aus der Reduzierung, ne, kennt ihr ja alle, die Black Beauty 100. Den finde ich super, super schön. Den hat die Knuffi auch schon, glaube ich, euch mal gezeigt. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr den ja vielleicht noch irgendwo. Also ich finde den echt super. Und den Wine-Tastic. Ja, das kann man jetzt leider schlecht erkennen. Das ist ein Dunkelrot und da sind auch Glitzerpartikel drin. Aber ihr könnt es leider nicht lesen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas erkennen. Sorry. Und dann habe ich noch einen Carmex gekauft. Jetzt habe ich sie alle. Die Dose, die Tube und auch den Stift. Den habe ich bei Butni gekauft in Hamburg, den habe ich hier bei uns bei Müller oder sonst irgendwo noch nie gesehen, aber den finde ich super, weil der halt praktisch im Stift, ne? So. Ja, das war's. An Dingen, die ich euch jetzt noch zeigen wollte. Also ein paar, wie gesagt, habe ich bei Butni gekauft, aber den Rest halt einfach normal, beziehungsweise im Internet. Ich versuche euch alle Internetseiten oder alle Informationen unten in die Box zu stellen. Dann haben wir uns am Samstagabend, am Nachmittag, noch mit der Ebro getroffen, der Steffi und der Magi. Und ja, es war sehr lustig. Wir waren erst Sushi essen, was für mich weniger lustig war. Also, wenn ihr mal zur zur Sushi Factory irgendwo essen geht und ihr wollt die Flat essen, dann nur die blauen und die grünen Teller, liebe Leute. Sonst zahlt ihr nämlich zu viel. Oder stellt euch darauf ein, dass ihr sehr viel Geld da lasst, wenn ihr Hunger habt. Gut, egal. Da haben wir dann zusammen gegessen und uns dann unterhalten, uns ein bisschen kennengelernt. Danach sind wir noch ins... Das Telefon! Merke, Telefon ausschalten. So, also wir waren, wie gesagt, dann Sushi essen, dann sind wir noch ein ganz bisschen durch ein paar Geschäfte gelaufen. Zum Beispiel waren wir im Alsterhaus und wo waren wir denn noch? Ich glaube, in dem Douglas waren wir noch drin, ja, in dem Butni, ja, sowas. Also es war sehr nett, es hat echt Spaß gemacht und es war ja irgendwie lustig, die Leute zu sehen, die man sonst immer so im YouTube-Fernsehen sieht, in echt zu treffen. Und dann sind wir noch ins Alex gegangen und da haben wir uns dann irgendwann auch getrennt. Die Mädels sind nach Hause gefahren und Pia, Diana und ich sind dann noch ins Hofbräuhaus gegangen. Und an dem Sonntag waren wir dann noch in dem Starbucks, in dem die Pia gearbeitet hat. Und da habe ich meine erste Abonnentin getroffen. Hey, lieben Gruß an dich. Und ja. So war das. Also es war ein sehr schönes Wochenende, es war aber auch ein sehr anstrengendes Wochenende und ich würde es aber jederzeit wieder machen und ich hoffe, dass bald irgendwann wieder ein YouTube-Treffen ist, wo sich ganz viele Mädels treffen
die auf YouTube unterwegs sind und auch ein paar Abonnenten kommen. Das wäre ziemlich cool. Ja. Ach ja. Und die Abonnentin bei Starbucks, nochmal hallo, hat gesagt, du bist ja viel kleiner als bei YouTube. Ja, ich bin 1,58 klein. Heißt, jeder, der mich trifft, ich bin ganz klein. Aber es war ganz lustig zu sehen, dass die Mädels, die mit denen ich mich jetzt getroffen habe, also mit der Ebru und der Steffi, so, die sind auch nicht alle so riesig. Die sind zwar nicht alle so klein und knubbelig wie ich, aber jetzt auch nicht 1,80 oder 1,90 groß. Okay, für mich ist auch 1,65 schon groß. Ja, auf jeden Fall nicht so riesig. Ich habe auch mal gedacht, die wären viel größer, aber die sind auch nicht so groß. Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles erzählt. Ich glaube, ich weiß auch nicht. War wieder im Verwirrungsmodus. Ja, wenn ihr irgendwelche Sachen noch wissen wollt oder sonstige Informationen bekommen wollt, dann fragt mich doch einfach. Und ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, weil heute ist Montag. Oder auch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Gute Nacht, guten Morgen, guten Tag. Und bis bald. Ciao.